Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Immer noch in der Helioborg-Festung, in diesem sehr verdächtigen Speicherpunkt vor dieser sehr verdächtigen Tür. Ja, man kann nur raten, was hier als nächstes passiert, aber ich level erstmal auf, weil das tue ich, wenn ich nicht weiter weiß. Ich level auf. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Überschreitung, Verlängerung und. TP gewinnen. Nehmen wir das einfach. Weil ich will das nächste Ding hier öffnen. Weil ich es kann. Also noch nicht jetzt, aber bald. Nehmen wir das hier. Und das hier. Nehmen direkt zwei Dinger, ne? Beweglichkeit und Vitalität. Geil. Und das hier. So. Direkt hier ausrüsten geht nicht, okay. Du geht auch nicht, okay. Dann heilen wir uns. Genau nicht. Boah. Dann nehmen wir Orangengummis. Die gehen. Dann stellen wir uns ein geiles Team zusammen. Entschuldigung. Perfekt. Und Leia, warum hast du doch auf einmal weniger AP? Entschuldigung. So, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal. Warum hat Elvin so viel weniger Level und Rowan auch? Wir gehen einfach mal durch die Tür. Was kann schon schief gehen? Oh. Hi. That must be Volt. To be a spirit that can control lightning. Das hätte ich von dem Namen nie gedacht. Ich dachte, er kontrolliert Staub. Glaube, ich hätte doch lieber Rowan ins Team nehmen sollen. 93.000. Ein Omega-Elixier, ja. Genau. Au! Ich glaube, das Ding hier müssen wir erst kaputt. Au! Hauen. Au! Au! Sag mal. Alle brennen. Wieso brennen denn alle? Das sind Blitze. Ja, okay, wenn man so lange brennt, dann kann man auch geröstet werden und so, aber trotzdem. Au! Ach du. Meine Güte. Woher hat bis jetzt noch keinen einzigen Zauber eingesetzt, ne? Au. Na, warte. Au. Au. Ich glaube, ich bring's mal zu Leia. Weil wenn wir die ganze Zeit zu Boden fallen, dann kann uns Shoot wieder auf die Beine bringen. Natürlich setze jetzt nicht so was ein. Jetzt bringt Jude ihn auf den Boden. Au. Danke. Nochmal. Das war Wind, ne? Komm her. Sag mal. Hörst du auf damit? Aua. Aua. So. Das ist jetzt Wind, ne? Oh, du bist Resistenz gegen Wind. Hahaha. Aber aua. Sag mal. Da ist schon wieder ein Dingens. Zack. Boah, dann nehmen so. Dann erstmal das hier. Dann das hier. Dann das hier. Und dann eine Mystikart noch hinterher. Weil wir es können. Und wenn die nicht als Treffer gezählt. Au.
einfach drüber springen, geil. Ich hoffe, du kannst keine Mystikart. Weil Celsius konnte auch keine, glaube ich. Und ich glaube, es wird Zeit, Rowan zu holen. Weil jetzt wird's, glaube ich, übel. Au. Au. Und raffinierter Brecher. Ja, müsste Powerbrecher sein, ne? Au. Ist noch nicht so stark. Noch nicht. Ich habe so meine Zweifel. Kommt noch was danach? Was will man erwarten, wenn man gegen eine Kugel kämpft? Aua. Grundbrecher. Bums. Aua. Au, mitten in die Blitze rein. Komm, Grundbrecher. Man muss auch hier bleiben, Kollege. Hilfe. Aua, warum sind noch einmal tot? Hey. Ja, Leia, du musst wiederbeleben, glaube ich. Aber erstmal. Lies. Mein Gott, die hat direkt alles voll bekommen. So, ihr. Ihr geht mir bestimmt auch von Nerven, deswegen. Rowan, du setzt mal deinen super Dingen hier ein. Verdammt. Du kommst gar nicht dazu, ne? Au! Ey, leck mich am. Ey, wir haben ihn schon gleich besiegt, ne? Und jetzt machen die ja nur einen auf nervig. Rowan, wir brauchen deinen Zauberschutz, weil die gehen uns ja auf die Eier. Ey, warum sind denn die auf einmal? Nein, kein Zauber. Zauberböse. Ich dachte, er wird ein einfacher Kampf. Nein. Und Grundbrecher. So, einer ist weg. Hoffentlich kommen da nicht dauernd neue. Nein, Liesel. Boah, warum? So, na warte. Nix da. Und zack. Und zack. Und jetzt kommt schon. Mystic Art von Rowan. Stirb. Du wurdest gestutzt von Gärtner Rowan. Hey, hey. Was, Alexander? Ja, Level up, perfekt. Außer Elise. Nein, warum? We finally beat some sense into it. Just another easy battle for yours truly. If we've learned anything from Celsius and Volt, it's that Spyrites are tough customers. They're just as strong as the Great Spirits. Okay, es gibt Eis und es gibt Blitz. Was könnte es denn noch geben? Komisch, wir haben euch hier erwartet. I'm assuming you're the one that activated Volt. I don't understand your motive though. Were you testing its potential? Potential? I would never entrust my people's lives to something as tenuous as potential. I attempted to tether with a Spyrite precisely because it is something you would consider. What? But it was for naught. Their powers far beyond human control. That leaves us with no choice but to eradicate every last Spyrix from this world.
So that really is your plan. Don't you realize what would happen? We would end the Otherworld Reactor plan once and for all. Surely the end justifies my means. What about the schism? We will leave it in place. As long as Spyrexes exist, the threat of Olympias exploiting Risa Maxia remains. And what of Maxwell? Do you plan to leave him where he is? It is the duty of the strong to ensure that the weak do not perish. This isn't right, Gaius! What about it isn't right? We will safeguard the schism until the last Spyrex is destroyed. Then, we shall unite the two worlds. What about all the people who will suffer if you eliminate their Spyrexes? Are you just going to ignore them? Don't worry about the poor suffering humans. Gaius will protect them. Jude, Mila, you of all people should understand the ideals I'm striving for. What's the point of ideals if you force them on others? Don't you see what's happening? Spyrex is a necessity for these people. Take it away and they'll have nothing left. Jude. You talk only of possibilities. I demand certainties. Maybe you're right, but I can't give up. This conversation is pointless. Please, let's be off. Yes, I suppose you're right. What should we do now? In the end, I couldn't. No, there are still things we can do. There has to be. Wir sind wieder draußen, nehme ich an. Nein, wir sind immer noch da. Balin? Ach ja, genau. Huh? Oh. It appears the Jade Curtis stopped working when the power went out. We must find some way to get them out of there. Let's try climbing to the elevator. Wait. We can use Volt. How? Wait, you can't be serious. You're not planning on tethering with it, are you? Is that really wise? Maybe not, but it's worth a shot. Only way to find out is to try. Volt, lend us your power. No way, it worked! Klingt aber irgendwie nicht so. Aber er klang ja irgendwie immer schon kaputt. We need more power. Please, just a little more. This must be the same backlash that hit Gilland. Give it up, Jude. Not yet! What are you doing? Why do you insist on doing such reckless things by yourself? Das musst du gerade sagen. Ja, genau. Hey, don't leave us behind now. If a task cannot be done alone, then we must simply do it together. Keep trying and something's bound to stick sooner or later. We want to help too. Uh-huh. Thanks, everyone. Almost there. Focus. Und wir haben Strom gemacht. Da ist ein Aufzug. Warum sagt mir denn hier keiner was? Thanks for the save there. Balin, who are these people? They're patients. Each one of them has a condition that makes it impossible to live a normal life, even with Spyrexes. Wait. Does that mean the next generation Spyrexes you've been researching are... Yep. Those little critters they're using are Spyrites. These creatures are Spyrites? They're so cute! But they don't seem any more powerful than lesser spirits. Of course not. They're lesser spirit Spyrites after all. Wait a sec. Are you telling me you don't know how Spyrites are made? Do us a favor and assume we don't. Well, you should ask one of the other engineers if you want the full spiel. But in simple terms, you've all seen spirit fossils, right?
If one of you Rizomaxia folks pours mana into one, voila, a Spyrite is born from it. How strange. I guess there's multiple uses to those fossils, huh? The only catch is you need a booster. What? Wait, did you just say booster? Yep. If someone with a booster pumps mana into a spirit fossil, the calculatrix art inside takes physical form. And that's how you make a Spyrite. How are they different from Spyrixes? It's a matter of art precision. These Spyrites can be as precise as the Aspyrixes devices from back in the day. I didn't expect to hear that name here. Uh-huh. Too bad Aspyrixes devices consume spirits. Does that mean Spyrites don't kill spirits when they're used? Pretty much. They're fueled by the mana stored inside spirit fossils, after all. One thing I don't understand. These people seem to have no trouble using Spyrites. And yet, we struggle to tether with Volt. Spyrites made from great spirits are in a whole different league. The more powerful the base spirit, the lower the chances of a successful tethering. We're still just at a 50% success rate. Hey, but that's more than enough! At that rate, lesser spirit Spyrites might completely replace regular Spyrixes someday. Then people won't suffer and spirits won't die either. We did it! Great job, Chipo! Hey! Damit haben wir doch eine Alternative, also kann doch Gaius aufhören. Thank you, Balin. You have no idea how much this helps us. You're welcome, I guess. But we really should be thanking you. You're the ones who saved our research, after all. We did. If you hadn't saved us, all of our Spyrite research would have gone up in smoke. Someday these people will be able to get on with their lives again. Something tells me this Spyrite research is going to become very important. Looks like we found the path we've been seeking. Yeah. Although the fight's not over. Balin, could you tell us the exact spot where you found us? Oh, of course. I found you all collapsed at the end of Rusal High Road. You can reach the high road by following this passageway here. Now you will have to listen to us, right? No. Ich bezweifle es. I don't know why I know this, but that was our last chance to convince him. Natürlich. Hm? Über Spannungsschutz. Da oben ist mein genau. Ja, das ist schon ein langer Part. Part wenn auch immer länger. Let's take a look. Maybe we'll find a clue that will help us get back. Na gut. Bin jetzt aber nicht zur Gewohnheit, okay. Aber leveln wir jetzt noch mal ein bisschen auf. 2? Warum 2? Wir kommen ja mal weniger. So, mega. So, keine Ahnung. Satzbank TP, nein. TP gewinnen. Ja, das ja. Ja. Oder mal hier. Oder mal hier. Das Geile ist, wenn ich Probleme habe, diesen langen Part hochzuladen, dann kann ich ihn immer noch in zwei Parts cutten. Und ja. Dann habe ich, ja, zwei Parts. Perfekt. Niemand wird es merken. Außer sie, meine Zuschauer gucken ein bisschen hin, weil dann habe ich es irgendwie verraten. So. KP. FP. Die FP werde ich auf Screen belegen. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Und für diesen Part. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Das geht, gucken wir uns übrigens im nächsten Part an. Tschüss!